Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir auch wieder bei Bioshock Infinite. Wir sind bei Part 30 in dieser Folge schon und da Leertaste zum Greifen, weil an der Skyline geht's auf zum Propheten. Die Frage ist, wollen wir da wirklich hin oder ich weiß nicht, ich will eigentlich auch noch gar nicht, dass das Spiel vorbei ist, falls das denn das Finale sein sollte. Ich will ja natürlich niemanden verrückt machen. Und ja, ihr habt das Spiel wahrscheinlich sowieso schon alle durch. Ihr wisst, ob es weitergeht oder nicht. Ob das jetzt hier das Ende wird, hier gibt es aber auch nichts weiter zum Einsammeln und zum lange Rumquatschen. Ne, hier gibt es nirgendwo was. Medikits brauchen wir nicht. Munition könnten wir ein bisschen gebrauchen, aber ist gerade nicht zur Auswahl. Ja, dann würde ich sagen, ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch lange rumquatschen soll. So leid, wie es mir tut, wir rocken einfach mal los. Und warten ab, was da kommt. Ab hier zur Prophetenkapsel. Einen Tisch machen, falscher Hirte. Aber eher läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Deck 4. Mensch, Elizabeth. Schön, du bist ja auch da. Dann mach mal hier Tor auf. Und schauen wir mal, was da kommt. Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm? Ja, ich bin gleich bei dir. Mhm. Das ist ja... Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Warum habe ich meine Knarre jetzt nicht in der Hand? Was bist du groß geworden? Ich will meine Knarre. Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch, hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? Hallo, ich bin Booker. DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt. Lassen Sie mich. Los, frag den falschen Hirten. Sag's ihr. Sag's ihr, falsche Hirte. Sag ihr die Wahrheit. Meine Hand. Sag's ihr. Bitte loslassen. Wir sollen den mal wegziehen, doch. Sie ist deine Tochter, du Dreckskerl. Und du hast sie im Stich gelassen. War's das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht. Das war jetzt schon ein bisschen blutig. Nichts ist vollbracht. Ihr sperrt sie ihr Leben lang ein. Booker! Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf! Booker, nur hör doch mal auf. Elizabeth will was sagen. Du hast ihn getötet. Was hat er gemeint? Hä? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Ich weiß es Keine nicht. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren. Ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Den du musst Siphon sie nur zerstören? Öffnen. Das
Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Wir haben ein Flaggschiff. Ich lasse mir unterwegs was einfallen. Das war also noch nicht das Ende, aber Comstock ist schon mal tot. Findet die Steuerung. Okay. Das ist alles mehr als verwirrend hier. Elisabeth? Kommst du mit? Nicht? Was haben wir mit der Sache? Sind wir jetzt hier der Böse? Es sieht auch fast danach aus, möchte ich meinen. Ich will nicht der Böse sein. Ich spiele doch nicht ein Spiel, um nachher zum Schluss hier der Böse zu sein. Das ergibt dann nicht ganz so viel Sinn. Ein Voxophon. Wollen wir das anhören? Wir hören das einfach mal. Ach, Comstock. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, was passiert mit dem, der im Taufwasser zurückbleibt? Ist er einfach weg? Oder existiert er in einer anderen Welt mit all seinen Sünden? Ah, sind wir also irgendwie so ein böses Überbleibsel von irgendwas, von irgendjemandem, der getauft wurde? Elisabeths böser Zwillingsbruder? Da gibt's ein Scharfschützengewehr. Kommt jetzt noch so ein fetter Bosskampf, weil wir uns hier noch Knarren aussuchen können? Hier haben wir noch ein Voxophon, da hören wir auch mal rein. Der Prophet stirbt. Die Metastasen haben ihn schnell altern lassen. Warum verfällt dieser Comstock, während ein Comstock in einer anderen Welt gesund bleibt? Wenn unsere Gene Schicksal sind, wie kommt dieser Unterschied zustande? Vielleicht durch Kontakt mit der Vorrichtung? Das muss weiter erforscht werden. Mann, 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 das bleibt spannend. Die hier Rosalind Lutes und so, die scheinen sich hier in mehreren Welten überall auszukennen. So, Elisabeth? Also ich bin fast ein bisschen sprachlos, möchte ich sagen. Weil ich keine Ahnung habe, was hier überhaupt los ist. Da mal wieder. Wollen wir nicht die Orgelpfeife da kaputt machen? Weil immer wenn so ein Ding irgendwo rumstand, kam dann auf immer Songbird an. Und ich habe keinen Bock auf Songbird. Elisabeth. Die guckt uns doch immer so an. Ich glaube, also ich habe überhaupt keine Ahnung, was das hier ist. Das mit der Story. Käfig, was hat das? Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia, Cage. Cage! Käfig auf Englisch! Sagten, sie wüssten, was gut für uns ist. Booker? Sie sagten, sie wüssten, was gut ist. Wir müssen uns bereit machen. Hast du das kommen sehen, Prophet? Du setzt deine Tochter nicht auf den Thron. Wir schicken sie ins Grab. Du kannst jetzt hier nicht den Vogel. Wir müssen ihn ansingen. Ihn ansingen. Elisabeth, hör auf. Ich kann nicht singen. Hallo, Vogel. Psst, ist ja gut. Ich bin hier. Wirst du mir helfen? Du musst mich beschützen. Tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Los, 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 los! Booker, er hilft uns! Wir können ihn gegen die Voxflotte einsetzen! Na dann, Vogel, mach doch mal was! Rakete, Booker! Wie mache ich denn das hier auf das Ding, Na, wie gebe ich in dem Vieh Befehle? Wenn, kann mir das jemand sagen? Ah, du kannst jetzt Songbird befehlen, feindliche Bedrohung anzugreifen. Ziel auf ein beliebiges markiertes Ziel und halte F gedrückt, um den Angriff zu starten. Größere Ziele verursachen eine längere Abklingzeit. Das, klingt einfach. Booker, sag ihm wohin! Nein, das kann ich nicht an. Da drüben, die Vox! Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen. Bis jetzt hier, Elisabeth, ist das relativ easy alles. Ach so, ne, die zerballern uns hier das Schiff. Wir müssen hier runter und
Wer denn? Wo? Ach Gottchen, was willst du denn? Booker, Kampfschiffe! Achtung! Ja, Achtung, aber hier, Songbird ist gerade noch in Action. Songbird ist bereit, Booker. F hier drückt halt, ein Schiff angreifen. Wenn du... Jetzt, na also. Fragt mich nicht, wo ich auf das Lied komme jetzt gerade. Das heißt, das Lied heißt Johnny Comes Marching Home Again. Das ist irgendwie so ein amerikanischer Marsch oder sowas. Aber fragt mich nicht, wie ich da jetzt ausgerechnet drauf komme. Da kommen noch mehr! Alles bereit, Booker! Auf das Kampfschiff! Mann, 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 was ist denn hier nur los? Hier, hier war doch irgendwo. Juhu! Was knallt hier denn immer? Irgendwas hat uns gerade zerrotzt. Ich kann euch auch nicht mal sagen, was uns so zerrotzt hat. Vielleicht der da. Er macht es auf alle Fälle nicht nochmal, nicht wieder. Ah, das kann eigentlich fast nur das da gewesen sein. Was schießt denn hier sonst noch so auf uns? Da sind noch irgendwas Raketentechnisches. Ach, die schießen hier auf das Ding da. Mann, 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 die machen hier unser Schiff kaputt. Dann nur aber los, wir sammeln noch ein Medikit ein und dann haben wir da... Juhu, dann haben wir den schon mal auch weg. Du dachtest, die Straßen... Sag, wo er hin soll! Doch sie sind mit Blut, Schweiß und Tränen gepflastert. Und zwar mit unseren... Aber das da? Unsere Tränen zu Gold. Und deine werden zu Blut. Zeppelin! In Zeppelin. Na. Motorisierter Patriot! Eigentlich will ich hier... Moment, wo ist es denn? Das da will ich haben. Los, scheiß Patriot. Ja, zerballer den, genau. Gut so. Ey. Ja, Salze. Jetzt ein Salz. Alter. Könnt ihr mal aufhören, uns hier das Schiff zu zerballern? So, den auch noch weg. Patriot liegt auch am Boden. Mir gefällt das auch alles nicht, muss ich sagen. Was ist denn hier? Songbird wird da. Wo soll ich ihn hinschicken? Da. Da. Was denn? Schon wieder Patriot? Och nö.
Los, du grüßt mich auf Patriot. Gleich. Jetzt, Munition kommt auch immer genau richtig, finde ich. Was denn, der ist doch noch auch nicht so weit. Ja, Salz. Gut. Mann, 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 das dauert mir eindeutig zu lange. Das sieht aber nach einem großen Zeppelin aus. Ich glaube, wir müssen da mal ein Stückchen näher ran hier. Das sind, glaube ich, noch so... Was denn schon wieder? Keine Munition mehr, da wird es aber Zeit. Die hätte ja ruhig mal auch ein bisschen mehr herschmeißen können. Los, scheiß Patriot. Elisabeth, wie sieht's mit Munition aus? Es ist nicht schlecht, aber Munition wäre besser, weil wir haben da nur noch irgendwie so einen Schuss oder sowas. Ja, ich glaube, da sind noch mehr. Wie kommst du nur darauf? Ich dachte fast schon, wir haben es jetzt geschafft hier. Gesundheit, ja, nehme ich. Jetzt aber. Stirb einfach. Juhu. Ach, hier ist auch noch Salz und... Ziel nicht erreicht. Die Vox haben den Kern des Flaggschiffs zerstört. Dein letzter automatischer Speicherpunkt wird wiederhergestellt. Toll. Na prima, versuchen wir das jetzt nochmal? Müssen wir das jetzt wieder hier so oft machen, bis wir es schaffen? Das kann ja was werden. Das zieht sich noch über ein paar Folgen, habe ich das Gefühl. Also Bioshock Infinite wird ein Let's Play mit mindestens 40, wenn nicht noch mehr Folgen. Ja, das wissen wir ja. Booker, sag ihm wohin. Da. Da drüben, die Vox. Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen. Ja. Und was? War da noch einer? Da ist noch einer. Auf der Seite, ja, da ist auch noch einer. Bleib stehen, verdammt. Booker, Kampfschiffe! Achtung! Am besten, wir bleiben mal hier unten immer so ein bisschen in Bewegung. Sind auf dem Transporter. Auf was für ein Transporter? Ja, die kommen von da oben schon runter, denke ich. Da sind sie doch. Richtig, ich bin hier rüber gerannt. Du schießt doch schon wieder was auf mich. Ach, da ist auch noch einer. Hallo? Juhu. Was willst du denn? Lebt er noch? Wer schlachtet mich ab? Wo denn nur? Dann kommt doch aber auch Schlachten. Immer die Leute, die sich da oben verstecken. Ach so, ups, das war jetzt... Ob das jetzt so sinnvoll war hier. Oh. Das ist natürlich immer hier so eine Herausforderung. Da. Ups, wo kam der denn her? Also momentan sieht es ein bisschen besser aus als vorhin. Wir laden ja mal schnell nach. Die verdammten Patriots.
und hier die Raketentypen. Die haben uns beim letzten Mal, glaube ich, ordentlich was gekostet. Also so energietechnisch. So. Der ist weg. Haben wir noch so? Ist doch noch... Nee, hier nicht wieder Boden. Boden ist scheiße. Wo? Wo? Man sieht ja aber auch nichts. Doch, da, das Riesending ist genau das Richtige. Ja, nun greift das schon an. Hallo? Nee, das war jetzt doof. Wir lassen hier mal. Und da machen wir den hin. Holt das Vieh schon runter da, los, verdammt. Ups, und da sind wir auch schon tot. Das war jetzt nicht so cool. Ja, ich hab Geld verloren. Scheiß doch drauf. Die zerrotzen uns hier schon wieder, Und ich brauch, hol den schon runter, verdammt, na also. Also das, Bitte sehr. Ja, also. Nimm und hier jetzt weiter auf die Kanone ballern. Die verdammten Vox, erkennt die nicht, dass hier Booker der Witt? Songbird rufen, Booker. Der Oberrebell? Auf das Ja, zerstöre alle Zeppeline. Das sagen die vielleicht, aber... Das ist es nicht. Ein bisschen Salz ja noch ganz cool. Ja, das war ja klar. Die kommen immer dann, wenn man sie nicht braucht. Hier, bitte. Ja. Die Entfernung, könnte das interessant werden hier mit den... Der ist auf unserer Seite. Mal gucken, wie lange noch. Bis jetzt sind wir schon mal erheblich besser als vorhin. Na. Der greift die immer ewig nicht an. Ich muss hier immer 100 mal auf irgendwas drücken, dass er den überhaupt angreift. War hier unten nicht gerade auch noch irgendwo einer? Den da holt er runter. Auf Patriot habe ich gerade eigentlich überhaupt keinen Bock. Was schießt denn hier von der Seite schon wieder auf uns? Hat der den nicht runtergeholt? Naja, wir erstmal hier vorne wieder so ein Patriot holen. Den da. Ups, den wegnaschen, den wegnaschen. Ja, danke dir. Ja, habe ich im Moment. Erstmal kann er kurz warten, bitte. Das ist doch von Arsch hier. Und nehmen wir das Ding wieder. Hier,
Na los! Also auf die Entfernung klappt das irgendwie wohl nicht so cool. Nun stirb schon. Ach so, Salze, ja. Ich bin ein bisschen langsam, immer ein bisschen schwer von Begriff, wenn das heißt hier, da ist irgendwas für dich. So. Ach, wir haben ja noch hier Munition. Also momentan ist gerade wieder, ja? Oh. Na Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Jetzt hier erstmal. Oh, das waren die letzten. Das hätte aber auch schief gehen können. Ich suche Elisabeth am Bug auf. Das ist ja dann da vorne, aber Elisabeth steht da hinten. Wir drücken mal auf N. Ja, doch schon da hier vorne hin. Revolver ist leer. Das Ding ist fast leer. Top. So eine Scheiße. Ach, guck, hier ist ja auch, ist das die Statue? Elisabeth, kommst du? Eigentlich müssten wir jetzt auch Schluss machen. Booker, komm her. Was ist? Ich bin doch da. Hör zu. Mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles. Ja, aber du bist doch hier. Ach so, ich sollte Flügel nehmen. Reiß alles ein. Reiß alles nieder. Der Singvogel, der Songbird. Wo ist er? Ist ja gut. Ich bin hier. Lass los. Gut so. Gut. Elisabeth, es tut mir leid. Was ist das hier? Nein. Elisabeth? Ein Durchgang. Einer von vielen. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm. Ja, hier lang. Was Comstock über deinen Finger sagte. Gibt es hier eine Antwort? Weißt hier du? Runter. Das ist doch nicht wahr. Leute, ihr wisst, wo wir hier sind. Ich bin gerade platt. Ich hab's hier unten nicht auch eine Elisabeth? Lamp? Hier sind wir richtig. Wieso? Was ist denn los, Elisabeth? Was meinst du damit, ein Durchgang? Ich muss es dir zeigen. Hier hat alles angefangen. Ist doch nicht wahr. Alter, jetzt bin das ich aber ich platt. Wirklich bereuen. Bist du Elisabeth Lam? Eine Stadt auf dem Meeresgrund. Lächerlich.
aber eine Stadt in den Wolken, oder wie? Alter, ich bin gerade sowas von platt. Ist das jetzt... Hieß hier Dr. Lamb nicht Elizabeth? Ich weiß es aber nicht. Boah. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne? Komm. Komm, es ist hier lang. Komm. Ich weiß nicht, ich will eigentlich meine Waffe jetzt haben. Wer weiß, was hier noch... Ja, Rapture. Kriegst du sie aus? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Ja, jetzt wo es sagt. Boah. Ich bin gerade ein bisschen geplättet. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Und wo was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variable. Ja. Ja, und wo kommen wir jetzt hin? Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapiere ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker, das ist schon geschehen. Ich will aber nicht immer einen Leuchtturm irgendwie... Lauf doch nicht da lang, vielleicht will ich ja... Ach ne, hier jetzt nicht lang. Okay, dann gehen wir doch da lang. Das ist ja schon, ich will jetzt nicht sagen, mehr als verwirrend, aber... Ja, dann gehen wir halt hier lang, zu dem Leuchtturm. Wenn wir eh immer an Leuchtturm rauskommen, ist das ja eigentlich... Jacke wie Hose. Schauen wir mal durch die Tür. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. So hat doch das beim letzten Mal auch angefangen. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes. Jesus, wasche diesen Mann rein. Vater, lass ihn wiedergeboren werden. Herr, Schluss.
Nein! Was soll denn das? Weg! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein. Er war hier. Hier lang. Ich will jetzt nicht sagen, das verwirrt mich, aber doch, das tut es. Wollen wir an der Stelle jetzt mal eine Pause machen und in der nächsten Folge weiter? Nein, das kann ich nicht bringen, das geht einfach nicht. Elisabeth, ich will eigentlich nicht, aber jetzt bin ich schon auf F gekommen. Meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja, Mädchen gegen Schulden. Das ist doch hier der Bruder, Robert Lutes ist das. Und wo jetzt... Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Ich will dem das Baby nicht geben. Was ist denn das? Hau ab! Weg da! Wo ist meine Shotgun, wenn ich sie mal brauche? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe auch Gänsehaut wie Sau. Ich steige gerade überhaupt nicht mehr durch. Wir nehmen jetzt mal das Baby und geben dem das. Ich bin da jetzt erstmal gänzlich abgeneigt, Jächen. Das würde ich natürlich nicht machen. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Ein ewiger Kreislauf, habe ich das Gefühl. Aber uns bleibt auch nichts anderes übrig. Geht doch mal aus dem Weg hier. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Elisabeth, was ist denn hier los? Ich bin total verwirrt. Um jetzt die Tür aufmachen, sind wir... Die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Ich glaube, ich bin tot. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Die stecken doch alle unter einer Decke. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Ja, und jetzt startet das Spiel gleich nochmal im 1999-Modus. Allerdings können wir dann mit Elisabeth von vornherein anfangen. Warte, wir schauen uns erstmal hier noch um. Weil wir wollen ja, wie in Folge 1, mit möglichst viel Geld starten. Was wir hier aber nicht können, weil wir können hier nicht Fässer aufmachen und so. Wir drehen uns im Kreis. Das Leben ist eine ewige Spirale. Verdammt nochmal, was soll das? Hey, ich spiele nicht mehr mit, hört ihr? Ziemlich instabil. Ich steig aus! Geht sie zurück! Geht sie zurück! Es geht schon? Spinnst du? Nein, du... Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist vorbei, los! Nein! 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 Gib mir meine Tochter zurück! Nein! Es tut mir so leid, Anna.
Verzeih mir. Verdammte Scheiße. Wir hatten Schulden und haben deswegen unsere Tochter weggegeben. Alter. Und ich habe schon gedacht, wir sind ja irgend so ein Oberfiesling oder sowas, aber wir sind ja Abschaum. Sie ist fort, Booker. Das kann ja nicht sein. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte zusammen. Sie die du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen Alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Das ist alles mehr als verwirrend. Ich kann jetzt aber auch hier den Part nicht unterbrechen. Wir spielen schon viel zu lange. Ich kann jetzt aber nicht aufhören. Wie soll ich denn das machen? Ihr schlagt mich, wenn ich die Folge jetzt nicht durchziehe. Wir nehmen ja auch erst eine Dreiviertelstunde auf. Das kann nicht wahr sein. So ein Mist. Wir müssen das jetzt hier durchziehen, Leute. Das geht so nicht. Weil wenn ich jetzt hier aufhöre, dann ist die nächste Folge, keine Ahnung, 10 Minuten lang oder sowas. Scheiß drauf, ich kann jetzt auch nicht aufhören zum Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja alles total verwirrend hier. Also verwirrend nicht, aber... Puh. Booker, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker DeWitt, bist du bereit für die Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles wahr zurückzulassen? Du bist nicht. Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Ich bin gerade ein bisschen platt. Das hat Irrational Games richtig geil gemacht. Boah. Für das Spiel bedanke ich mich bei Kevin Levine,
Rod Ferguson, Leonie Menschenden, Adrian Murphy, Scott Sinclair, Sean Robertson und so weiter. Ich lese jetzt nicht alle vor. Ich habe Gänsehaut wie Sau. Ganz ehrlich, Storytelling ganz groß. Wer sich die Geschichte ausgedacht hat, geil. Kann man nicht anders sagen. Also ich weiß auch nicht, was ich wirklich jetzt sagen soll irgendwie. Am besten mal halt einfach mal die Schnauze in solchen Momenten. Aber das wäre natürlich auch doof, wenn ich jetzt nichts sagen würde. Boah, das war schon eine Hausnummer jetzt, spieltechnisch. Und so gehören dann doch alle drei Teile zusammen. Ja, das neue Bioshock hat mit den ersten zwei Teilen überhaupt nichts zu tun. Doch, aber es kommt erst ganz zum Schluss raus. Wir haben die ganze Zeit gegen uns selber gekämpft. Wir waren der Gute und der Böse. Und ist die letzte Elisabeth kurz bevorm Ausblenden, ist sie jetzt noch echt oder ist sie verschwunden? Wenn wir ihr Vater sind, aber ab jetzt nie existiert haben, dann müsste sie ja auch nicht existieren. Allerdings beginnt sie immer mit einem Mann an einem Leuchtturm. Ich bin total verwirrt. Also ich habe schon geschnallt, was die mir jetzt sagen wollten. So storytechnisch. Aber das Ende verwirrt doch mehr, als ich gedacht hatte. Ich habe ja von vielen gehört, das Ende ist echt. Also du sitzt erstmal da. Das ist wie so eine schlagende Fresse, wenn du das Ende spielst. Und ja, alle, die mir das gesagt haben, alle, die das irgendwie bestätigt haben, ich gebe euch recht. Das ist jetzt ein Schlag in die Fresse. Boah. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Let's Play. Ich hatte sehr viel Spaß an dem Spiel. Auch wenn die letzte Folge jetzt ein bisschen länger ist. Das wäre jetzt Zeit, mal auf den Wecker zu gucken. Moment. 48 Minuten, sagt er, so circa. Also eine mehr als lange Folge. Und ja. Boah, Mensch. Was sage ich denn jetzt? Ich bin eigentlich platt. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt noch sagen sollte. Wir schauen uns in der Zeit die ganzen Credits weiter an. Und da sieht man dann auch mal, wie viele Leute eigentlich an eben so einem Spiel beteiligt sind. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich alle sind oder ob das vielleicht sogar noch viel mehr sind. Die Musik ist auch ganz angenehm. Oder was sagt ihr? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr die Musik angenehm findet. Ich bin immer noch. Boah. Ich würde sagen, ich bin jetzt einfach ruhig und wir genießen den Rest der Musik.
wie viele Lieder da drin auch vorgekommen sind. Sind ja doch einige, ist mir ja nicht so viel vorgekommen. Da der Seesturm, die chinesische Hofmusik, der Eingeborenen-Song, die Spielzeugpolka, der Karussellwalzer. Produktions-Barbies, danach kommen Produktions-Kens. Und hier bedanken sich nochmal etliche Leute bei allen möglichen, bei ihren Familien, Freunden, Verwandten, Kindern. Behaupte ich jetzt einfach mal, sind da bestimmt dabei. Ehefrauen, Ehemännern. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen. Wir sind immerhin schon bei J. Man will sowas aber auch nicht abbrechen, weil die Leute haben ja... Meine Schuhe tun weh, sagt Johnny Fawcett. Und Christoffel Mansen sagt, I'm sure, it's fine. Und da kommt noch ein neues, fröhliches Lied. Ach, 2K Games und Irrational Games, da habt ihr uns ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Muss man einfach so sagen. Ich bin so froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich nicht gespoilert habe. Wodurch auch immer. Mich hat's natürlich gejuckt, wie sau ihr euch irgendwie das Let's Play gerade von Gronkh zu gucken. Stelle ich mir richtig gut vor. Ich selber gucke sehr gerne Gronkh Let's Plays so nebenbei, aber das hatte ich glaube ich ab und zu auch mal erwähnt. Ich musste mich echt zusammenreißen, das ärgert mich auch, dass ich es nicht gleich mit gucken konnte. Aber ich bin auch echt froh, dass ich es nicht geguckt habe, weil hätte ich mir das Ende vorweggenommen, hätte ich mich so geärgert. Gut, ich wäre jetzt vielleicht nicht so sprachlos gewesen die ganze Zeit. Und, ja. Ja, ich wäre wahrscheinlich nicht so sprachlos gewesen. Aber ich muss sagen, es hat sich echt gelohnt, das zu spielen. Ich hoffe, ihr seht das auch so, auch wenn wir ja einige Startschwierigkeiten hatten in dem Game. Weil erst hat er nicht aufgenommen, weil die i7-Prozessoren nicht richtig supportet wurden. Da muss man dann auf Dings warten, auf ein Patch. Und dann war das endlich gepatcht. Und dann hatte ich aber Probleme mit dem Ton und mit dem Abmischen. Und dann habe ich ja am Anfang, den habe ich ja 5-mal gespielt. Bis ich dann endlich die erste Folge vernünftig online hatte. Da war ja Gothic dann schon weit voraus. Wir haben es jetzt auch vor Gothic fertig bekommen. Denke ich zumindestens. Müssten wir aber eigentlich, wobei wir bei Gothic ja auch schon ziemlich weit sind, also wer da noch nicht reingeschaut hat, guckt doch mal bei Gothic 4 rein. Und ein Kumpel von mir hat mir Assassin's Creed 3 zur Verfügung gestellt und wartet da natürlich jetzt sehnsüchtig auf dem Let's Play von. Das werde ich mir vornehmen. Lieber Sheldon, falls du immer noch meinen Let's Play Bioshock schaust. Ich hab's nicht vergessen, es kommt definitiv noch. Allerdings nicht jetzt nach Bioshock, weil ich will mir eigentlich jetzt hier noch einen Shooter gönnen. So, Shooter ersetzt Shooter und Assassin's Creed wird dann nachher, ich bin gleich ruhig, Assassin's Creed wird dann nachher Gothic ersetzen. Und jetzt nach Bioshock werden wir uns mit Borderlands Teil 1 auseinandersetzen. Und wir hören jetzt einfach noch ein bisschen zu. Now it's one too short. Because then it goes, what a home. So here, we'll play it one more time. Was rauscht denn hier so? Das ist nicht mein Mikro, das sind die.
missing the next line. That's what I'm saying. Like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then. And I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely. So sad. Lonely. We're just missing a line. We'll get the actual. Nothing else. Can we run it through this over? Sorry. Könnt ihr nicht mal das Mikro stillhalten? Fast behaupten, Leute, bei dem Spiel lohnt es sich auch Geld in Soundtrack zu investieren. Ich sitze hier quasi gerade so direkt vorm Rechner und rocke so ein bisschen ab. Und 2K Asien. Und Take Two Asien. Otherwise, it's just like an abrupt ending, right? All right. What I want to do, you guys are really, really, really good. What I want to do is make it worse. I want to take the tempo down a little bit if we can, and sort of start by finding like Booker. If you could just be sort of like. Haben die da etwa ein rotes Mikro im Hintergrund hängen? Start to play the song and maybe then. Heb doch mal die Kamera ein Stück höher. Ist das etwa ein rotes Mikrofon? Ich würde sagen, sieht ja fast ein bisschen so aus, aber die Mikros sehen ja alle ziemlich ähnlich aus, aber doch so von der Form her. Es könnte eins sein, aber gut, das spielt ja jetzt eigentlich auch keine Rolle. Gott sei Dank, da haben wir die Credits jetzt auch endlich geschafft. Und wir haben einen schwarzen Bildschirm.
gut, dass wir dran geblieben sind. Es geht noch weiter. Und wir können es sogar steuern. Nicht doch schon wieder. Ich wette, wir kommen auch nicht aus der Tür raus. Nee. Anna? Will ich da durch? Das geht doch jetzt nach hinten los. Anna, bist du das? Lag Anna jetzt im Bett? Hat sich zum Schluss doch alles zum Guten gewendet? Wir werden es wohl nie erfahren. Ich bedanke mich bei all den Leuten, deren Namen gerade so über den Bildschirm gehuscht ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin immer noch ein bisschen platt. Es gibt jetzt natürlich noch den, keine Ahnung, 1999 Modus oder wie das Ding heißt. Das tue ich mir vielleicht irgendwann mal an. Aber jetzt nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ja. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch weiter sagen soll. Demnächst an der Stelle immer montags und freitags Borderlands. Wir starten mit Teil 1 und werden uns dann zu Teil 2 und vielleicht später irgendwann dann zu Teil 3 vorarbeiten. Das war jetzt erstmal genug mit Bioshock. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich verabschiede mich an der Stelle für das Let's Play zum letzten Mal. Außer natürlich, vielleicht gucken wir in die DLCs, die dann irgendwann später mal kommen, noch rein. Ich werde sie mir definitiv gönnen. Ich bin auch arg am Überlegen, mir den Soundtrack mal zu leisten. Und nochmals an alle Entwickler, alle Beteiligten, Respekt für das Spiel, Respekt für die Story. Mindestens ein Shooter, der macht nichts neu, ne? Der erfindet das Rad nicht neu, wie man so schön sagt. Ein solider Shooter, aber mit einer genialen Story. Ich bedanke mich, das war ein Let's Play von eurem Xtreme Bug. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.